Wir haben in der Einleitung das Wort gehört, wie der Herr sagte zu Josua: Ich will mit dir sein. Und wisst ihr, Geschwister, das wünsche ich mir und wünsche uns allen, dass der Herr möchte mit uns sein in diesem kommenden ganzen Jahr. Wir lesen noch einige Bibelstellen, also drei kurze Bibelstellen, die uns dann auch dienen sollten zu betrachten heute Morgen. Und einmal lesen wir aus 5. Mose, Kapitel 31. 5. Mose 31, Verse 1 bis 3. Und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sagte zu ihnen: Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Dazu hat der Herr zu mir gesagt: Du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir her vernichten, sodass du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie der Herr geredet hatte. Und dann der Vers 6 noch. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir gehen und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen. Und dann noch der Vers 8. Der Herr, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und noch ein Schriftwort aus dem Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 45. Wir lesen die ersten 7 Verse. Die ersten 3 Verse, das ist auch genug. Jesaja 45, 1 bis 3. So sagt der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, um ihm die Nationen zu unterwerfen und den Königen das Schwert abzugürten, damit vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und die Hügel eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Ich will dir die heimlichen Schätzen und die verborgenen Schätzen geben, damit du erkennst, dass ich, der Herr, der Gott Israels, dich bei deinem Namen gerufen habe. Denn all den Bibelstellen jetzt, und da könnte man noch viel dazu fügen, kommt eines so mehr hervor, wie der Herr sagte: Ich will mit dir sein, ich will dich führen oder ich will vor dir hergehen. Und das soll auch unser Gedanken sein: Gott will vor dir hergehen. Es ist doch wieder ein Jahr verflossen, und wenn ich so zurückblicke, mir scheint es ist schnell verflossen, schnell vergangen, ja. Genau vor einem Jahr standen wir genauso wie heute Morgen vor einem neuen, unbekannten Jahr. Und dieses Jahr ist immer so wie ein unbekanntes Kapitel in unserem Leben. Wenn wir unsere Jahre nehmen, jetzt die Anzahl der Jahre, und das auf Jahre so ein bisschen so auseinanderhalten, merken wir, dass es immer am Anfang, wie wird es weitergehen. Und erst zurückblickend, erst zurückschauend, erkennen wir, was das vergangene Jahr für mich persönlich bedeutete, was hat es mir gebracht, wie weit ich bin gekommen in dem vergangenen Jahr, was hat es uns als Gemeinde gegeben. Und jeder kann sicher zurückschauen auf die Stunden, Tagen, vielleicht Freude, alles schön gut, aber doch auch Tagen, die uns nicht so gefallen, ja, die
verrät uns Leid und Schmerz bereiten, den Tränen und so. Und in einem Gedicht habe ich mir aufgeschrieben, der Fasser bringt so Gedanken. Wie Wolken ziehen die Jahre hin. Wer hat ein Ziel? Wer kennt den Sinn? Schon wieder ist ein Jahr vergangen und nimmt das Alte uns gefangen. Noch ist das Neue uns verborgen. Die Neuen sind die alten Sorgen, die bisher schon den Weg erschwerten, die uns den Blick nach vorn versperrten. Er sagt, so wie die Wolken ziehen dahin. Wolken, man scheint, wenn man sie schaut, hat ein, sie haben so ziellos, ja? Aber er sagt, schau mal, so wie die Wolken ziehen deine Jahre dahin. Haben sie einen Sinn gehabt? Haben sie ein Ziel gehabt? Und er sagt, was man rüberbringt in das Neue, die alten Sorgen, ja? Und Geschwister, es ist doch uns bewusst doch auch, dass die alten Sorgen, die kommen mit. Es ist so interessant, ein neues Jahr. Aber das, was mir gestern gesorgt hat, was uns auf dem Herzen lag, das haben wir mitgenommen, das neue Jahr. Ja? Aber es ist wichtig, dass die Sorgen uns nicht den Blick verdunkeln, den Weg versperren, dass die uns nicht zum Hindernis werden, weil der Herr sagte, ich will vor dir vorgehen, ich will mit dir sein. Und Gott ist es ja im neuen Jahr derselbe Gott wie im letzten Jahr. Es ist das so wunderbare, der alte Gott, sagt die Bibel, ja. Er ist der gleiche von Anfang bis zum Ewigkeit. Und wir, wenn wir im letzten Jahr mit Gott gelebt haben, dann will er auch mit uns sein, im neuen Jahr sein. Wenn wir so zurückschauen, geht es mir auch so, dann stelle mir fest, wenn man sich Gedanken macht, manches hätte ich besser machen wollen. Ist vorbei die Zeit. Manches hätte mir vielleicht anders sehen wollen, anders erfahren wollen, aber das ist vorbei. Es kann man nicht ändern. Oder wie gern hätte man vielleicht mehr tun können und hätte vielleicht die Möglichkeit da, die Zeit ist vorbei im letzten Jahr. Und wie oft man schon hört, fassen oft Menschen einen neuen Mut vom Anfang des Jahres. Wisst ihr, für viele Menschen ist der 1. Januar ist ein Datum, natürlich ein besonderes Datum, ja, aber trotzdem ein Datum, ab jetzt kann ich anders anfangen. Ab 1. Januar kann ich etwas mir, einen Vorsatz nehmen und das wird er tun. Warum nicht am 30. Dezember, ja? Warum nicht am 10. Oktober? Ja? Aber bestimmt am 1. Januar, man wartet auf den 1. Januar. Das ist genauso, wenn jetzt für jemand ein Kind geboren wird und sagt, so, wenn das mal so viele Jahre alt ist, dann beginne ich mit der Erziehung, ja? Man lässt das so und dann wartet, dann fange ich an. Kann vieles verpasst werden. Und ich glaube, so ein Vorsatz am Anfang des Jahres, neuer Anfang oder etwas Gutes vornehmen, Gutes starten wollen, ja, anfangen, wirklich von ganzem Herzen, er ist immer gut, wenn man sich an den Vorsatz hält. Dass nicht das vielleicht am 20. oder am 1. Mai schon der Vorsatz fallen lassen würde. Denn einmal, Geschwister, kommt die Zeit oder das Jahr, in dem wir nichts mehr tun werden können. Die Bibel sagt sogar so ein Wort, dass es kommen die Jahre, die uns nicht so gefallen. Und wisst ihr, in den Jahren, die uns nicht so gefallen, hat der Mensch oft mit sich zu tun. Es ist ihm schwer. Es ist ihm schwer, weil der Körper nicht mehr ist das, was er vor 20 Jahren gewesen oder als jung gewesen ist. Und dann kann man nicht mehr. Dann ist man vielleicht eingeschränkt und kann nicht mehr. Und dann wird auch die Zeit vorbei. Und Geschwister, was bleibt uns übrig? Was bleibt dann uns? Das, was wir tun konnten.
das, was er getan hat, Geschwister. Das, was wir geglaubt haben, das, was wir gearbeitet haben, das, was wir gewirkt haben, Geschwister, das zählt dann. Und das ist ein besonderer Trost dann für einen oder den anderen, sagt, aber in den Jahren, die der Herr mir noch Gesundheit, Kraft geschenkt hat, habe ich für den Herrn doch etwas tun noch können. Mose sagt im Psalm 90, das bekannte Wort, erwähnt er noch, und sagt doch, wie schnell alles geht, ja. Psalm 90, Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Mr. Mose hat so hineingeschaut und gesagt, eigentlich der Mensch lebt 70, 80, jetzt in Deutschland bekommt man jeden Morgen oder jeden Tag eine Handvoll noch Stärkungsmittel, Tabletten, und dann kann man das noch hinausziehen. Aber trotzdem sagt er, aber die Jahre, die fliegen dahin und ist alles vorbei. Aber Geschwister, wenn man so zurückschaut, und wenn das 70 Jahre gewesen und wenn das 20 Jahre gewesen, und feststellen kann, dass in diesen Jahren der Herr uns getragen hat, dass Herr mit uns gewesen ist, und der Herr ist vor uns gegangen, dass er, der Herr, das Versprechen, welches er uns gegeben hatte, als wir ihm sein Herz geschenkt haben, Geschwister, dann wird ein Bund geschlossen. Wir sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Aber bitte, Herr, geh du auch voran. Und Jesus sagt, er gibt die Zusage, er gibt die Verheißung, ich will mit dir sein, ich will vor dir hergehen. Sei getrost, sei unverzagt, sei freudig, ich will mit dir sein, ich will mit dir gehen. Und Geschwister, so kann mancher Mensch zurückschauen an das Leben und sagen, und fest und sehen, der Herr ist mit mir gewesen, ist mit mir gegangen. Es ist auch so interessant, dass Menschen auch legen einen Wert, wie man in das neue Jahr angegangen ist. Es ist auch gut und recht, wie man hineingeht. Wenn ich jetzt an diesen Abend von gestern denke, ich sagte zu meiner Frau, mich stört es, wenn ich um 12 Uhr bete, aber es knallt da draußen, also bei uns ist es sehr laut, dann draußen, dann ist man eigentlich, wie soll ich sagen, fast gestört im Gebet, ja. Es ist, mir persönlich ist das ein Hindernis. Ich sage, ich würde lieber vorher oder nachher beten, aber dass ich in Ruhe bete. Wisst ihr, Jesus sagte, wenn du beten möchtest, wenn du ein Verlangen hast zum Beten, geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu. Das heißt, zieh dich zurück an einen Ort, wo du mit Gott allein sein kannst. Ja? Natürlich können wir das nicht ändern, was geht, aber es ist auch gut, wenn wir in einem Gebet in das Jahr einsteigen. Ja? Aber es ist so, die Menschen gehen unterschiedlich ins eine Jahr. Wie ich sagte schon, manche verschmutzen die ganze Welt, und es heißt, es durch das Zeug, und das heißt, wir sind jetzt schön hinübergegangen. Man hat Freude an dem. Und wir haben dann kurz hinausgeschaut im Fenster. Es war wirklich schön, manche Dinge, wie die Feuerwerke. Aber mir war das so, guck mal, die Menschen machen das. Und wie lange dauert das in der Regel, das Bild? Sekunden. Und dann ist es weg. Und mir war das so, wie kurz ein Glück, das Glück eines Menschen sein kann, ja? Wie kurz kann der Mensch sich an etwas erfreuen, er gibt alles dahin, zahlt vielleicht einen hohen Preis und kurz, und das ist weg. Aber der Mensch hat ja eigentlich nichts von dem mehr. Es bleibt im Menschen doch nichts übrig als eine Erinnerung, es war schön. Und wisst ihr, nach einem Tag erinnert sich kein Mensch, wie das schön gewesen ist. Aber Geschwister, wie ist es mit einem Menschen,
dem Gott gesagt hatte, ich will vor dir hergehen. Geschwister, dieses Glück stellt uns einfach vor, wir wollen uns vorstellen, bildlich, dieser allmächtige Gott, der auf dem Thron die ganze Welt und seine Arme hält. Aber er sagt wiederum, dass er ist so auch, dass er vor mir und dir gehen kann. Welches Glück, Geschwister, wenn eine hohe Persönlichkeit wird sein, ich will dich überwachen oder meinetwegen dich begleiten, irgendwelche Tun und Arbeit, irgendwie hat man Vertrauen, ich bin nicht allein, ja? Ich bin nicht allein, es ging mir so mal auf der Arbeit, ich musste dann irgendwie was vorbereiten und da saßen viele Menschen so und dann hat mein Chef gesagt, weißt du, ich werde dann immer wieder ein bisschen so mithelfen. Wenn du dann in Stocken kommst, ich bin da, ich war froh, Geschwister. Ich war froh, mir war das wohl. Aber Geschwister, aber wenn der Herr uns mithilft, wenn der Herr sagt, ich will vor dir hergehen, welches Glück und welche Freude. In dem Einleitungswort haben wir gelesen, auch zu Josua oder jetzt auch, das Wort ich will. Ist das uns aufgefallen? Ist aufgefallen. Ich will vor dir vorgehen, ich will die Ehrentüre zerschlagen, ich will zu dir die heimliche Schätze offenbaren, damit du erkennst und so weiter. Ich will. Ich habe gefunden, dass scheinbar sollte in so eine Verheißung, ich will, in der Bibel 365 Mal stehen. Hab nicht gezählt. Weiß nicht, ob das genau ist. Nehmen wir das an, ja. Naja, wenn einmal das Schaltjahr kommt, dann haben wir keine Verheißung, ja. Aber dann kann man wieder die erste nehmen oder die letzte oder die mittlere. Aber Geschwister, was ich sagen will, dass Gott will. Dass Gott will. Was noch interessant ist, dass nicht vom Mensch das kommt, ich will, sondern Gott, der allmächtige Gott sagt, ich will vor dir gehen, ich will mit dir sein, ich will dich begleiten, ich will dein Leben lang bei dir sein. Und in 5. Mose haben wir dann gelesen, ja, wie Mose ermutigt wird. 5. Mose 31. Wie Mose Josua ermutigt, ja, das Volk zu führen. Und die Verheißung, welche Gott Mose einmal gegeben hatte, als Mose ihn erwählt hatte zum Dienst und ihn gesandt hatte, gesagt, so, weißt du, ich werde der sein, der ich bin. Das heißt, ich, der allmächtige Gott, ich werde mit dir sein überall. Ich will dich begleiten. Und genau diese Verheißung gibt jetzt Gott auch Josua. Und er sagt ihm, sei unverzagt und fürchtet euch, zum Volk sagt er, auch die Zusage, unverzagt. Aber in Vers 3, der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Geschwister, welches Verhältnis, alt, jung, merken wir, ja? Welches Verhältnis ein altes Kind Gottes, was schon praktisch am Ende steht. Aber es, dieses alte Kind Gottes, es kann dem Jungen ein Beispiel sein. Es kann dem Jungen eine Stelle einnehmen, dass der Junge hinausschaufen kann. Und das Alte sagt, weißt du, so viele Jahre hat der Herr mich geführt. So viele Jahre ist er mir vorgegangen. Und der Herr wird auch vor dir vorgehen. Wisst ihr, Geschwister, das sollte sein unter den Kindern Gottes. Das sollte sein, dass ein altes Kind Gottes im anderen ein Beispiel, ein Licht ist, sein, ein Vorbild. Das sollte sein, dass ein junges Kind Gottes, wo vielleicht unerfahren am Anfang des Lebens steht oder vielleicht das Leben noch weit vor ihm ist oder schon vielleicht die Hälfte des Lebens durchgegangen, aber ist trotzdem noch jünger, ja, dass es hinausschauen sagen kann, eigentlich so möchte ich es auch haben. Ich erinnere mich, als wir damals gesucht haben, ein Haus, Gemeindehaus, ja. Mir wurde gesagt, das brauchen wir nicht. Für uns schon, wir sind schon älter. Aber wisst ihr, die Schwester Else ist mit uns gefahren und hat gesagt, wisst ihr,
Sucht. Sucht, das brauchen wir, egal wie wenig wir sind, wie viel sind, egal wie der Zustand, das brauchen wir. Sucht, ich werde helfen, tun, was ich kann. Ich werde geben, was ich kann. Geschwister, das war eine Ermutigung. Das war so ein Lichtstrahl, etwas Helles auf einmal. Josua stand auch vor einer Zeit. Ich glaube, dass ihm nicht einfach gewesen, dass er hat als Mose gesagt, du sollst weitergehen, ich muss bleiben. Ich kann nicht über den Jordan gehen, ich darf nicht gehen, du musst bleiben. Ich glaube, Josua hat das schon mit einem gewissen Respekt und vielleicht Bange in die Zukunft geschaut. Josua hat manches erfahren mit Mose, wieder jung und alt. Manches hat er erfahren, gelernt von Mose. Und doch sagt der Herr ihm, es soll dir nicht grauen. Der Herr hat einen Grund gehabt, um zu sagen, ich will vor dir gehen, ich will mit dir sein und dich nicht verlassen. Wir haben das Einleitungswort in Jesaja 45 gelesen. Und spricht hier vor einem König Kyros. Der König Kyros war ein persischer König. Vielleicht lesen wir das noch, dass wir das noch genau haben in unserem Gedächtnis. 2. Chronik 36. Es ist der König, der Erlaubnis gegeben hatte, dass das Volk Israel zurückziehen darf und den Tempel aufbauen. 2. Chronik 36 und die Abvers 22. Bis zum Schluss. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das er durch den Mund Jeremias geredet hatte, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich ausrufen ließ, auch durch Schreiben. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr, sein Gott, und er ziehe hinauf. Interessant, ja, Gott sucht sich ein Hilfsmittel, ein Werkzeug unter dem König der Perser, aus den Heidenvölkern, der völlig, völlig weit von Gott gewesen ist. Und doch hat Gott ihm etwas offenbart. Und der König bezeugt, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir befohlen. Und indem, dass er ihm befohlen hatte, hat Gott zu ihm gesagt, ich will vor dir hergehen, ich will vor dir, König, du tue, was ich dir jetzt sage, was ich dir befehle, was ich dir aufs Herz lege. Aber du sollst keine Sorge dir machen. Ich werde vor dir gehen, wie wir in Jesaja gelesen haben. Und du sollst etwas tun. Und wisst ihr, durch diese Vorgehen, dass das Volk durfte, einige ausgerufen, wer will, soll gehen. Vielleicht wollte auch nicht jeder schon, aber wer will, soll gehen. Dem auch wurde die Gefangenschaft zuteil schon so wie beendet, die babylonische Gefangenschaft. Es kam, der Herr hat eine Zeit für sein Volk kommen lassen. Ein neues Jahr hatte begonnen, ja, quasi so, dass der Herr hat ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben, das, was sie träumten, 70 Jahre träumten, das kam jetzt langsam in Erfüllung. Und ich habe danach geschaut, auch der Kyros, das bedeutet, haben wir aufgeschrieben, sein Name im Altpersischen, gnädiger Herrscher über Feinde. Interessant, ja? Interessant, dass das sein Name, das so eine Bedeutung hat. Gnädiger Herrscher über Feinde. Vielleicht war er auch gnädig und gut zum Volk Israels damals, ja. Aber Geschwister, und Gott gibt dem Kyros, der bis dahin sehr wahrscheinlich nicht glaubte an den Gott des Himmels, an den Gott der Juden, der Hebräer, er gibt ihm die schönsten Verheißungen. Die Verheißung aus seinem ganzen Leben. Und wisst ihr, das wünsche ich uns allen.
das wünsche mir und uns allen, diese Verheißungen, die Kyrus bekommen hatte. Und Geschwister, ich wünsche von ganzem Herzen, dass wir in allen unseren Wegen Gott vor uns sehen mögen, dass wir Jesus Christus sehen würden, da, wo wir gehen. Ich wünsche, Geschwister, dass wir gleich Kyrus oder gleich vielen anderen treuen Kinder Gottes als Gesandte auf dieser Erde leben. Wisst ihr, dass wir nicht die leben hier, als die das einfach nutzen, die Zeit für sich, sondern als wir Gesandten. Der König wurde als ein Gesandten Gottes auserwählt. Und er sagt, da sagt der Herr zu seinem Gesalbten. Wisst ihr, er hat den Gesalbten, er auserwählt. Aber Geschwister, wissen ja auch die Auserwählten. Wissen ja nicht die Menschen, die von Gott nichts wissen. Wir wollen ja Gott dienen. Wissen ja die Auserwählten, die Gesalbten. Und ich wünsche von Herzen, dass wir unser Leben jetzt im kommenden Jahr mit Gott planen würden. Haben wir gestern auch etwas gehört. Und nicht ich plane mein Leben, Geschwister, und möchte gern, dass Gott in den Plan hineinsteigt, sondern dass Gott mein Leben plant und mich hineinzieht in seinen Plan mit dem Kyrus, ja. Und dass nicht Gott mir folgt in meinem Plan. Oder ich wünsche von Herzen, dass der Herr mir nachgeht. Sei doch mit ihm. Ich kann ja planen, aber Gott will das nicht. Und ich habe jetzt in meinem Inneren das so schon, ich sehe schon, wie alles gehen wird. Ja. Und dann bitte und bete, Herr, hilf mir. Ich will, dass Gott mich da unterstützt, Geschwister. Aber Gott geht vielleicht hinterher. Wisst ihr, wenn das immer der Fall wäre, dass Menschen, die Gott dienen, immer Gott in seine Pläne mit einbeziehen würden, würde an manchem Ort manches anders aussehen, würde manches anders gegangen sein. Als das Volk Israel erfahren hatte, dass sie statt 40 Tage 40 Jahre gehen mussten, 4. Mose Kapitel 14. Ich glaube, das hat sie sehr getroffen. Die Kundschafter brauchten 14 Tage. Und jetzt sagt Gott ihnen, ihr werdet nicht 14 Tage, sondern ein Tag soll für ein Jahr gelten. 40 Jahre sollt ihr gehen. Es war eine Ursache. Und das Volk will das nicht. Und plötzlich kommen sie in so ein Verlangen. Nein, wir wollen gehen. Wir wollen doch gehen. Wir wollen zu dem Ziel kommen. Und wir können ja schneller kommen. Ich lese uns. Ab Vers 39. Und Mose redete diese Worte zu allen Kindern Israel. Da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf, zogen auf die Höhe des Gebirges und sagten, hier sind wir und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Sie haben verkannt, da haben wir falsch gemacht. Aber wir wollen das gut machen, ja, wir wollen das gut machen und Gott will doch, dass wir schneller dahin kommen, ja. Mose aber sagte, warum übertretet ihr denn das Wort des Herrn? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Denn die Amalekiter und die Kananiter sind vor euch dort, und ihr werdet durch Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt, und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so störrisch, dass sie hinaufzogen auf die Höhe des Gebirges, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Was kam? Ein trauriges Ende. Sie wurden geschlagen, sie wurden gejagt, so wie Kinder, die keine Kraft haben. Sie wurden gejagt, geschlagen. Aber sie wollten nach ihrem Plan gehen.
Sie haben es gut gemeint, ja. Sie haben gesagt, ja, Gott sagt 40 Jahre. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir 40 Jahre in der Wüste darben müssen, ja. Es war nicht leicht. Man kann das alles nachvollziehen, verstehen. Es war ganz schlecht, unwohl in der Wüste. Aber sie sagen, Mose, wir schaffen das schneller. Wir kommen dahin. Mose sagt, nein. Und was? Die Lade und Mose gingen nicht mit. Natürlich auch Josua und viele andere auch. Geschwister, es ist so, wenn Menschen planen selbst und sie sind so sicher und sie ist so sicher und sie glauben, dass sie irgendwie es gelingen könnten. Aber das irgendwie bedeutet nicht, dass Gott mitgegangen ist, dass Gott mitgeht mit meinen Planen. Und was noch interessant ist und wichtig ist, auf irgendwie geht bei Gott nichts. Entweder geht der Herr mit oder geht er nicht mit. Er bleibt nicht auf der Strecke so zum Beobachten. Er lässt einen Menschen gehen, weil der Mensch seinen Weg gehen will. Und der Herr sagte, ich will vor dir vorgehen. Was heißt es vorgehen, Geschwister? Was heißt es, ich will vor dir hergehen, damit ich gehe und den Weg bahne dir. Damit ich gehe und den Weg bahne dir. Als ich noch ein Kind gewesen bin und im Dorf, wir dort lebten, es gab dort damals Schnee, Berge, meterweisen Schnee. Und wir haben dann Unterricht, Sportunterricht gehabt. Was war denn Unterricht? Eine ganze Stunde Skifahren im Wald. Lange Strecken. Aber wisst ihr, die Strecke musste zuerst gemacht werden. Und da ist der Lehrer gegangen oder die Älteren sind gegangen und haben die Strecke vorgebahnt. Sie sind durch den Schnee gegangen und er wurde fest. Und wir sind dann gefahren auf dem eingefahrenen Loipe, ja heißt es, ja. Wir sind dann gefahren, es ging einfach so schnell, weil der Weg vor, uns ist jemand vorgegangen, uns vorangegangen, ja. Aber der Herr sagte, ich will vor dir hergehen. Und ich wünsche, Geschwister, dass der Herr mir persönlich überall hergeht. Dass er überall vor mir hergeht. Dann wüsste ich, Geschwister, dass alle Hügel weggeräumt werden. Und er sagte ja zum Kyros, ich will vor dir hergehen. Ich will die Hügel eben machen. Geschwister, was sind es, die Hügel? Das ist das, was ihm vielleicht dann zum Hindernis sein würde. Aber Geschwister, wir sollen nicht glauben, dass in dem neuen Jahr keine Hügel vor uns sein werden, dass wir nicht Riegel vor uns sehen würden. Er sagt, eiserne Riegel, dass es nicht im Weg sein wird. Geschwister, der Herr sagt das, weil es sein wird. Er sagt es zu dem Kyros, wo ein König gewesen ist. Und er konnte ja doch alles ausführen. Er musste doch nicht jemand fragen, darf ich das oder darf ich nicht. Und das sagt der Herr, eiserne Türen will ich öffnen. Ich will die eiserne Riegel zerschlagen. Ich will alles auftun, Geschwister. Das sagt, dass vor dem König etwas gewesen ist. Und Geschwister, der Feind ist nie geblieben im Jahr 2022. Ich habe gestern das nachgedacht noch, habe mich noch vorbereitet bis spät. Geschwister, der Feind ist nicht da geblieben im alten Jahr. Ich glaube, er war, wenn das möglich ist, einer der Ersten, wo im neuen Jahr gewesen ist, hinübergeschafft, damit er hier seine Arbeit weiter treiben kann. Und er wird uns Hügel aufbauen. Das soll uns bewusst sein, dass er wird Hügel aufbauen. Er wird da, wo Türen sichtbar sind, da, wo Möglichkeit sein wird, wird er uns eine eiserne Tür vorstellen, dass wir sagen würden, oh, es geht ja gar nicht, ist ja unmöglich. Aber das wird der Feind tun. Wir werden in diesem neuen Jahr auch Schwierigkeiten begegnen. Wir werden von denen nicht verschont. Wir werden gleich den Propheten, gleich den allen treuen Kinder Gottes kämpfen müssen. Wir haben dem Eingangslied gesungen.
auf der Kreuzesbahn der Jünger will ich folgen, heilen dir. Das heißt, die Kreuzesbahn sind die Jünger gegangen. Aber diese Kreuzesbahn ist Jesus gegangen, er ist vorangegangen, die Kreuzesbahn. Und das heißt, wenn wir singen, Geschwister, dann versprechen wir auch, wenn wir das aussprechen, wir versprechen ja, Herr, sogar auf das Kreuzesbahn der Jünger will ich folgen, heilen dir. Das heißt, ich sehe Gott vor mir hergehen. Und wenn das die Kreuzesbahn der Jünger ist, ja. Und doch können wir in dem neuen Jahr gesegnet werden. Und ich glaube, dass wir auch werden gesegnet. Trotzdem Riegel, trotzdem eiserne Türen. Und Geschwister, wie empfinden den Segen? Man kann sehr viel über das sagen. Aber Geschwister, gesegnet ist oft ein Mensch, wenn er einem anderen zum Beispiel eine Hilfe geworden ist. Wenn er für einen anderen einen Dienst gemacht hat. Natürlich, dann können wir sagen, der war jetzt gesegnet. Ja. Aber die Seele, der Mensch, der etwas tut, ich glaube, er ist noch mehr gesegnet. Ich glaube, er hat noch mehr Wohl in seiner Seele, weil er für andere was getan hatte. Und das, Geschwister, wünsche uns allen von Herzen, dass wir sehen in neuem Jahr, wo wir was tun können. Ich wünsche, dass wir für dieses Jahr besonders an die Menschen, die in der Welt sind, gedenken mögen. Dass es ein Jahr sein möge, wo wir besonders uns eine so Seelenlast bei uns liegen möchte, auf unserem Herzen. Dass es unser Herzensanliegen sein möchte. Wisst ihr, dass der Herr auch da manches verschlossene Herz öffnen möge. Eiserne Tür. Wir bedauern ja sehr, dass kaum jemand noch zu Gott kommt. Wir bedauern sehr, dass kaum jemand noch nach Gott fragt. Wisst ihr, das sind die verschlossenen Türen. Das sind die Riegel, die der Feind ihnen ins Herz gesetzt hatte. Ein eiserner Riegel hat er gesetzt. Und doch sagt der Herr, ich will die Türe auftun. Ich will die Riegel zerschlagen, dass sie gar nicht mehr geben kann. Ich wünsche von Herzen, dass wir Gott näher kommen in diesem Jahr. Dass wir immer näher kommen zu Gott. Ich wünsche, dass, Geschwister, dass der Herr uns gebrauchen kann, könnte, dort, wo er uns gebrauchen will. Weil dann geht er vor uns. Dass die Not eines Einzelnen auch unter uns die Herzenssache uns aller werden kann oder ist. Ja. Und wenn es scheint, dass wir die Not für uns selbst viel zu groß ist, dass wir trotzdem in dieser Lage noch den anderen helfen möchten, kurz noch anführen, in Apostelgeschichte Kapitel 14 ist die Begebenheit als Apostel Paulus schwere Zeiten durchgehen musste in Lystra. Vers 19. Es kamen aber von Antioche und Ikonien Juden dorthin nach Lystra und überredeten die Menschenmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und dann ist noch ein Satz. Ja, lies weiter. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern und kehrten wieder nach Lystra und Ikonien und Antioche zurück. Stärkten die Seelen den Jüngern, ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Paulus wurde gesteinigt. Die Menschen, die meinten, er ist tot.
Und er wird dann von den Jüngern aufgehoben. Und Gott gab ihm noch das weitere Leben. Und jetzt bietet sich doch an, dass genau diesen Paulus, jetzt müssen wir doch ihn trösten. Jetzt muss man doch schauen, dass er zu Kräfte kommt, dass er ermutigt wird, dass er nicht aufgibt, dass er nicht sagt, wisst ihr, wenn der Weg so schwer ist, ich kann nicht mehr, vielleicht sollte jemand anders jetzt, aber ich bleibe jetzt da, wo ich bin, ich kann nicht mehr, seht, ich bin doch zu Tode gesteinigt worden. Was passiert? Er geht zurück nach Lystra, nach Ikonien, dahin, wo er gesteinigt worden ist. Und was tut er da? Stärkten die Seelen den Jünger. Wisst ihr, Paulus hat gesehen, er war fast tot. Aber er hat gesehen, dass da noch Menschen sind, die wollen ja selig werden, aber die haben vielleicht Angst. Oder ist das ihnen fast zu viel? Oder sind sie in einer Not? Und er hat gesehen, das, was ich habe jetzt erleiden müssen, das ist ja nichts, wenn diese andere Seele verloren geht, wenn diese andere Seele aufgibt, ich will sie stärken. Und wisst ihr, er hat ihnen zugeredet. Er sagte, er war nicht allein dann. Sie haben den Menschen zugeredet, dass sie doch im Glauben stark sein mögen. Wer müsste stark sein? Paulus doch. Und er sagt auf einer Stelle, spricht er von den anderen, sagt dann, wer leidet und ich nicht, sagt er. Wer leidet Trübsal, wer wird gesteinigt, wer wird geschlagen, ich nicht. Er sagt, genau so werde ich geschlagen. Aber Geschwister, er stärkt die Brüder. Und das wünsche ich uns von Herzen, Geschwister, dass wir im kommenden Jahr mehr aufeinander schauen. Nicht auf mich selbst, Geschwister, dass wir eine Hilfe, eine Stärkung, eine Ermutigung einander sein möge, dann wird der Herr uns vorgehen. Er wird uns zeigen, wie das zu machen ist, weil er geht ja vor und bahnt den Weg. Apostel Paulus, als er nur Gott begegnet, Christus begegnet, sagte nicht dann, um was muss ich alles bitten, dass du mir vergibst. Er sagte, Herr, was soll ich tun? Wisst ihr, was da so wichtig ist, seine Bereitschaft. In dem Moment, wie weit er Christus erkannt hatte, als Gottes Sohn, kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat verstanden, das war falsch, was er bis jetzt gemacht hatte. Und er hat verstanden, er muss das tun, was ihm jetzt befohlen wird. Er glaubte bis dahin auch, dass Gott ihm befohlen hatte, die Jünger Jesu zu verfolgen. Aber jetzt hat er verstanden, nein, ich muss was anderes tun, aber ich will seine Bereitschaft, Geschwister, das ist sehr wichtig, unsere Bereitschaft. Das ist doch das A und O in einem Dienst. Es ist doch das A und O, das Wichtigste, wenn jemand einen Knecht und Diener hat, dass er, dieser Diener ist bereit, dem Herr zu dienen. Das war doch immer schon so. Es ist doch wichtig für uns alle, wenn wir eine Arbeitsstelle antreten, was ist wichtig? Dass wir bereit sind, das zu tun, was uns gesagt wird, die Bereitschaft. Und weil ich die Bereitschaft mitbringe, dann unterschreibe den Vertrag, Geschwister. Es ist so verständlich, aber wenn wir den Vertrag mit Gott unterschreiben, schade, weiß nicht die Bibelstelle jetzt, es heißt auch im Mose, glaube ich, es heißt, heute habt ihr einen Bund mit Gott geschlossen. Und der Bund sagt, ich will. Wisst ihr, merken wir, ja? Der Herr sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Ich will mit dir sein, ich will vor dir hergehen. Aber ich sage, Herr, aber ich will. Sag mir nur, was. Ich habe mir sogar Gedanken gemacht zu Hause. Wie will der Herr mich sehen? Oder wo will der Herr mich sehen? Jetzt mich persönlich. Will er mich sehen mittendrin im Geschehen? Will er mich sehen, als ein Beobachter bin? Wisst ihr, was mir dann so Angst machte, dann, oder ich mir Gedanken gemacht, dass der Herr nachher mir einmal nicht sagen würde, weißt du, du bist tot gestanden am Rande und hast zugeschaut. Das wünsche ich, Geschwister, dass wir alle
mittendrin stehen mögen, in dem, wo der Herr uns brauchen will. Und was interessant ist, so wie zu Kyros, er sagte, ich will dir die himmlischen Schätze und die verborgenen Schätze geben, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Geschwister, das wünsche ich uns allen von Herzen, dass Gott uns diese, wo vielleicht uns scheinen noch verborgen, Schätze, aber dass der uns die geben könnte, dass er die Möglichkeit haben kann, mir seine himmlische, verborgene Schätze zu offenbaren und zu schenken und zu geben. Bis dahin hat Kyros das nicht haben dürfen, nicht haben können. Erst als er Gott nachgegangen ist, erst als er hat angefangen, der Auftrag zu erfüllen, erst als er sich aufgemacht hatte, zeigte ihm Gott die himmlischen Schätze. Und die will Gott uns auch geben. Er sagt, ich will. Geschwister, Gott will uns manche Schätze offenbaren, manche Schätze geben, manches will er schenken. Und er wird vor uns vorgehen. Jesus ist auch ja vorangegangen. In Johannes 14 fängt ja das Kapitel an. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meinem Vaterhaus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, so würde ich sagen, ich gehe hin, was zu tun? Euch die Städte, der Platz bei meinem Vater im Himmel vorzubereiten. Da geht Jesus sogar auch vor, Geschwister. Sogar da geht Jesus vor und sagt, und wenn ihr jetzt in neues Jahr einsteigt, euer Herz erschrecke nicht. Bleibt im Glauben. Bleibt fest im Glauben. Und wenn wir in Zweifel kommen mögen und wir sagen würden, wie kann das weiter noch gehen, wie könnte das noch funktionieren, sagt Jesus, ich will da vorgehen. Ich will gehen und ich will dir den Weg vorgehen, bahnen, auf dem du dann einen Platz im Himmel haben kannst. Wisst ihr, welche Verheißungen, man kann so viel über das nur sagen. Ich gehe, die Städte zu bereiten. Und wenn die Zeit kommt, Geschwister, und das jetzt Jahr geschlagen hat, für mich und für dich, wissen wir nicht, welches das letzte sein wird. Aber wenn das letzte Jahr geschlagen hat, Geschwister, dann werden wir noch mehr bekommen. Es heißt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Den sehen, der uns vorangegangen ist, der das Versprechen gehalten hatte bis zum unserem Ende. Er wird es tun und darum, ich will dir vor dir hergehen, ich will mit dir sein. Das wünsche ich mir und uns allen von Herzen. Amen.